Mein Name ist Moritz Neumann und wir machen seit dem 6.3. unsere Weinbar direkt am Eisenmarkt in Wetzlar mit knapp 100 Weinen, circa 20 Spirituosen, mit einer kleinen Essenskarte, die einmal quer durch die Altstadt in Wetzlar führt. Ich habe in der Schweiz in einem großen Delikatessenhaus gearbeitet und konnte dort einfach ja, viel entdecken, sowohl vom Essen als auch vom Trinken her. Und da hat sich meine Affinität zum Essen einfach auch über den Wein hinaus entwickelt. Wir hatten gar nicht speziell die Idee, eine Weinbar zu eröffnen, sondern wir wollten unsere Weine gern mehr zeigen, häufiger einfach ja, öffnen, dass die Leute das mal probieren können. Wir machen durch unser Coraber-System Weine auf, die man sonst ja, höchstens mal kaufen kann oder 60, 70 Euro für ausgeben muss und nicht einfach mal ein Glas trinken kann. Unsere Weine macht besonders, dass wir eine sehr differenzierte Auswahl haben. Wir probieren die Weine, bevor wir überhaupt erst überlegen, ob wir sie mit ins Sortiment nehmen und gucken da nicht auf den Preis, was es uns kostet, sondern dass es schmecken muss. Dass es immer mit Geschmack daherkommt und eine schöne Idee vom Winzer auch dahinter steckt. Wir bekommen unsere Weine hauptsächlich von unserem eigenen Geschäft, die wir in der Weinbar wieder ausschenken. Und wir beziehen speziell aus Europa Weine. Wir haben uns mit unserem Ladengeschäft auf die Fahnen geschrieben, dass wir sagen, wir wollen nicht weiter aus Europa raus, weil es gibt in Europa so eine gute Weinqualität. Warum muss man dann Australien oder Südafrika noch ins Portfolio nehmen? Wir arbeiten mit Händlern aus der Region zusammen, vor allem hier aus der Altstadt, mit einem kleinen italienischen Feinkosthandel, der mit knapp 60 Käsen und ganz vielen verschiedenen italienischen Schinken eine unheimlich tolle Qualität anbietet. Wir arbeiten mit einem regionalen Bäcker zusammen, der darauf achtet, dass das traditionelle Brot im Vordergrund steht. Und dann arbeiten wir mit einem Metzger zusammen, der sein Fleischsommelier 2016 gemacht hat. Und der einfach mittlerweile auch auf Bio umgestiegen ist, mit der Schwäbisch-Hellischen Erzeugergemeinschaft zusammenarbeitet und eine Fleischqualität hier bietet, die bis Frankfurt hoch nichts Vergleichbares irgendwo hier hat. Ich hoffe, dass die Gäste sich bei uns wohlfühlen oder es sich das gemütlich machen, ein Stück weit eine Wohnzimmeratmosphäre entsteht und die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen irgendwo steif in der Ecke sitzen und dort etepetete Weinchen trinken, sondern wirklich man trinkt ein Gläschen zusammen, man hat Spaß zusammen, man hat Freude daran, irgendwo in gemütlicher Atmosphäre und einer Wohlfühlatmosphäre zu sitzen. Es geht für mich tendenziell immer um den Spaß am Glas und das am besten mit Freunden und vielleicht in Zukunft dann auch bei Freunden.